Seit Ende Januar ist Abdulrahman Baba wieder zurück beim FC Schalke 04. Der Linksverteidiger wechselte zum zweiten Mal auf Leihbasis vom FC Chelsea zu den Königsblauen. Nach einer langen Verletzungspause hat sich der ghanaische Nationalspieler hohe Ziele gesteckt. Im August 2016 verschlug es Baba zum ersten Mal nach Gelsenkirchen. Der Ex-Augsburger wurde für eine Spielzeit vom FC Chelsea ausgeliehen, wo er sich nicht dauerhaft in der Startelf etablieren konnte. Ein halbes Jahr später zog sich der 24-Jährige beim Afrika-Cup einen Meniskusschaden sowie einen Kreuzbandriss zu. Bis zu seiner schweren Verletzung hatte der Linksfuß 21 Pflichtspiele, ein Tor, zwei Vorlagen, für Schalke 04 bestritten. Abdulrahman Baba L. kommt gegen Wolfsburgs Maxi Arnold einen Schritt zu spät nach rund 15-monatiger Verletzungspause und der zwischenzeitlichen Rückkehr zu den Blues, feierte der Ghana am letzten Spieltag der vergangenen Saison beim 1:0 Heimerfolg gegen Eintracht Frankfurt sein lang ersehntes Comeback. In der Vorbereitung auf die laufende Saison kämpfte sich Baba wieder Schritt für Schritt an die Mannschaft heran. In den bisherigen drei Pflichtspielen fand sich die Chelsea-Leihgabe jeweils in der Anfangsformation wieder. "Ich habe mich gut gefühlt", erklärte der Linksverteidiger in einem vereinseigenen Interview nach dem 2:0-Erfolg im DFB-Pokal gegen den 1. FC Schweinfurt 05. "Ich bin wieder bei 100%, die Kraft ist wieder da." "Durch Spielpraxis findet man seine Stärke schnell wieder", betonte der 24-Jährige, der sich nun in den sozialen Netzwerken kämpferisch zeigte. "Never too late to become the best in the world. It has not been the best of starts to the season, but working every minute to turn things around quickly." @twitter.com/8@babarahman. 9. September 2018. "Es ist nie zu spät, der Beste der Welt zu werden", ließ Baba via Twitter verlauten. Der Linksfuß hat sich nach seiner langen Leidenszeit offenbar viel vorgenommen. Mit dem FC Schalke 04 gilt es in den nächsten Wochen, den enttäuschenden Saisonstart schnellstmöglich vergessen zu lassen. Dafür arbeitet Baba, der bis kommenden Sommer ausgeliehen ist, im Training jede Minute. Am kommenden Wochenende sind die noch punktlosen Königsblauen gegen Borussia Mönchengladbach gefordert.